Verkauf abgeschlossen. Aus Pauli Biscuit wird die Despo Sweet und Biscuit GmbH. Seit dem 1. August ist der Gebäckhersteller an den Neuenhauser Keks- und Zwiebackproduzenten Dietrich Borgewer verkauft. Seit Anfang 2012 konnte das Unternehmen die Unternehmensanleihen von hunderten Käufern nicht mehr bedienen, woraufhin Insolvenz angemeldet wurde. Über die Kaufsumme gibt es keine Angaben. Im Vorfeld des Kaufes wurden ca. 40 der 160 Mitarbeiter entlassen. Mitte Juni waren die Bänder wieder angelaufen. Die Despo Sweet und Biscuit GmbH will dauerhafte Arbeitsplätze schaffen. Ob der Kaufpreis ausreicht, den Gläubigern einen Teil ihrer investierten Millionen zu erstatten, bleibt weiter offen.